Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Prey, was sich zufällig reimt, fällt mir mal gerade so auf. Könnte man als Rap vom Boss benutzen, oder? Naja, weiter geht's im Arboretum. Das hört sich an wie Rektum von einem Epileptiker ausgesprochen, mal ganz ehrlich, oder? Naja, egal. Abwarten, was uns da erwartet. Eve ist auch ganz gespannt, ist wie immer dabei auf meinem Schoß. Sie haben es geschafft. Gute Arbeit. Der Eingang zur Datenzentrale befindet sich außerhalb des Arboretums. Das Büro ihres Bruders Wow. ist ebenfalls Scheiße. Jupiter in seinem Palast an der Spitze des Himmels. Das haben sie immer hinter seinem Rücken gesagt. Aber dann wären sie... Was? Neptun? Pluto? Der Ton ist ein wenig verzogen. Wir müssen mal eben die Avamedia aktualisieren, glaube ich. Damit wir das in den Griff kriegen. Müsste jetzt wieder richtig laufen. So. Womit wollen wir denn rumballern? Boah, mein Destructor Taser hat 1007. Das Problem ist einfach, dass der Destructor anfangs noch zu wenig Schaden macht. Ich glaube, ich sammle Ammo damit so lange, bis ich das Ding richtig... Oh, was ist das? Was war das zum Teufel? Alles in Ordnung? Über diesen Typhon. Da gibt es keine Informationen. Halten Sie sich von ihm fern. Gut, hier kann ich nichts machen. Sie können dort oben überprüfen, warum der Aufzug feststeckt. Das wäre schneller und sicherer, als wieder durch die Guts zu fliegen. Guten Tag, Talos. Frühstück wird bis 9 in der Kantine serviert. Okay. Aber ganz ehrlich, das ist ja kein Horrorspiel, ne? Aber die Musik, die bringt die... Wie es im Englischen sagt, man gives me chills. Ich weiß gar nicht, wie das im Deutschen überhaupt so übersetzt ist. Macht mir halt zwischendurch Angst. Hacking 1, das ist ja lächerlich. Da benutzen wir noch nicht mal die Finger fürs Hacken. Dann machen wir mit der Zunge. Nee, Rohrzange brauchen wir nicht. Ja, nimmst du das? Hallo? Ach, bin ich doof. Natürlich ist das ein Mimik. So, was liegt hier noch rum? Alles einfach essen. Stell ich mal vor, ihr esst dann auf, aus Versehen einen Mimik, der sich getarnt hat. Also das wäre ja mal krass. So, Waffen-Upgrades haben wir ja. Okay. Wusste ich nicht, dass wir welche im Arsch, wollte ich schon sagen, im Arm haben. So, weiter kann ich meinen Anzug nicht reparieren. Ja, machen wir hier Betäubungsdauer und Schaden hoch. Effektive Reichweite. Und die Schussanzahl.
Bam. So, dann brauchen wir wieder Waffenschmiede 1. So, jetzt haben wir auch genug Platz, um das wieder alles einzusammeln. So, ist hier noch irgendwas? Kann ich hier noch irgendwie hochklettern oder so? Nee. So, wo ist dieser... Der Doktor... Schlag mich tot. Sieht irgendwie aus wie... Ah, der ist zu groß. Den kann ich nicht in den Mund nehmen. Na, ich höre doch da jemanden. Wie soll ich denn ins Gewächshaus kommen? Oh, da ist noch jemand. Hey, Sie hi. Da, machen Sie die Tür auf! Bitte! Ja, ich bin dabei. Oh oh. Schnell aufmachen. Ich glaube, bis ich das Ding aufhabe, ist der schon längst tot. Nicht genug Psi? Scheiße. Oh, ich habe auch kein. Ich kann auch nicht aufladen. Okay. Nein! Scheiße! Ich will das Vieh jetzt besiegen. Ich will es auf jeden Fall platt machen. Das versuchen wir nochmal. Wir machen das scheiß Vieh platt. Hey, Sina! Machen Sie die Tür auf! Ja, wir machen die Tür auch wieder auf. Och Mann! Bitte! Bitte! Was macht denn, setzt bei Detonation einen psi-neutralisierenden Impuls frei? Oh, das war genau das Richtige, anscheinend. Es verschwindet. Oh. Ja, das war natürlich jetzt nicht so schön. Naja, gut, ist natürlich schade. Ich hätte das Vieh gerne bekommen. Da ist es ja. Immer noch.
Dann verpisst sich das Ding einfach. Oh oh. Mach mal dicht hier. So, was soll ich denn hier machen? Oder gibt es hier irgendwas Tolles zu finden? Du hast einen neuen Chipsatz erhalten, okay. Anzug wurde beschädigt. Oh, mein... Okay. Na, fuck! Kampf um Mittelerde hier. Aber ich bin nicht bereit aufzugeben. Ah! Mein Gott! Hektik ist nicht mein Freund. Anzug wurde beschädigt. So. Ja, wird das mal so einfach mit dem anderen Viech gehen, mit dem Riesenviech. Naja, aber gut, wenigstens viel recycelt und wiederbekommen, ne? Direkt essen. Jetzt brauchen wir erstmal Energie. Von wo? Och nein, ey. Oh, da habe ich mich in eine Situation reinbegeben. Was? Wo ist er denn? Der andere. Ja. Warum? Anzug wurde beschädigt. Ist das andere Vieh schon wieder da? Wieso denn so schnell? Scan abgeschlossen. Keine Daten? Super. Oh! What the hell? Mann, 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 Mann. Habe ich nicht irgendwas zu essen, was mich sofort heilt? Gar nichts? Kann ich nicht hier Biomüll essen oder so? Wäre das nicht was? Ich habe gerade einen Anzugchip gefunden, ne? Thank you.
Ja, alles klar. Was soll ich noch machen? So, was soll denn der Sprinkler nützen? Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Der Sprinkler bringt so gar nichts. Mann, Mann, Mann. Ja, egal wo ich jetzt hingehe, ich bin überall sofort tot. Hab ich so im Gefühl. Also ich soll jetzt nach da drüben. Okay. Was? Von wo? Oh nein, nein, nein! Ihr wollt mich doch echt verarschen. Warum? Jetzt fange ich hier wieder an. Den ganzen Scheiß einsammeln und dann schnell raus. So. Nein! Mal ernsthaft, warum ist das Vieh denn auf einmal hier? Das ist doch zum Kotzen. Egal, wo du hingehst, plötzlich ist das Viech da, oder was? Mann. Ich komme mir vor, wie ein täglich grüßt das Murmeltier. Jetzt kommt nicht mal der zweite von denen rein. Irgendwie schon ein bisschen willkürlich. Schnell noch gucken, ob wir die hier durchgecheckt kriegen. Gut, und raus, komm. Mann, 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 Mann. So.
Müssen wir heute jetzt noch einen machen? Das Ding schmeißen wir jetzt in den Geschützturm, in das Gewächshaus rein und rennen weg. Oder so. Oh. Reparieren wir das Scheißding nochmal und dann schmeißen wir es in das Gewächshaus. Es ist kaputt. Schon einmal ist ein Typhon-Organismus aus der Eindämmung ausgebrochen. Kurz nach ihren ersten Neuromod-Tests. Sie haben sich mit Alex über die Einstellung des Projekts gestritten. Über eine Evakuierung. Aber Alex behauptete, die Situation unter Kontrolle zu haben. Danach haben sie sich insgeheim vorbereitet. Den Plan für ihren Zündschlüssel, Videos und das January-Protokoll versteckt. Ihre Bedenken waren begründet. Wir haben es wirklich geschafft. Man muss halt nur ein bisschen tricky sein. Und gleich haben wir auch wieder volle Energie. Oh, ich sehe ein Licht am Ende des Tunnels. Jetzt kann man hier auch mal endlich ganz gediegen alles durchsuchen. So, für ein Waffen-Upgrade nicht genug Platz. Das gibt's hier nicht. Das gibt's hier nicht. Ach, ich habe 5 Neuromods, sehe ich gerade. Was ist das denn? Erlaubt die Installation von 2 zusätzlichen Chipsätzen in deinem Psychoskop. Oder erhöht deine maximale Psi. Natürlich erhöhen wir die maximale Psi. Erhöht die Effektivität von Psi-Hypos. Ey, das machen wir auch. Zack. So, alle Neuromods weg. Anzug ist auch gleich wieder fertig repariert. Zack. Dann haben wir für das Waffen-Upgrade genug Platz. Das nehmen wir. Das setzen wir auch direkt ein. Ich weiß zwar noch nicht wo. Aber irgendwo geht's bestimmt. Na gut, bei der Glue-Maschine nicht. Das haben wir auch auf Max. Warum habe ich denn jetzt 2 schallgedämpfte Pistolen? Kann ich eine wegschmeißen? Effektive Reichweite erhöhen wir. Und die schmeißen wir weg. Fallen lassen. Ich habe auch 2 Rohrzangen. Was soll der Scheiß denn? Habe ich vorher gar nicht gesehen. So, wir nehmen noch mit, was es zu essen gibt hier. Weil sicher ist sicher. Medikit ist ja nicht vorhanden. Die Zitronen auch noch pflücken. Oder Mondschatten. Keine Ahnung was. Oh, was ist das? Kann man das auch essen? Sunburst Bananenbaum. Kann man bestimmt alles essen. Komischer Name. Oh. Ein Operator. Hätten wir vielleicht gar nicht so viel essen müssen.
Beantrage neuen Operator. Toll, jetzt habe ich alles voll. Transport City 495, Wissenschaftsoperator bereit zum Einsatz. Ja, einfach wegfliegen. Bitte machen Sie die Öffnung frei. Scan-Vorgang läuft. Psychoaktives Potenzial laut Neuralmuster auf oder nahe Höchstwert. Gut. So, jetzt habe ich den neuen Chipsatz. Thermalverstärker. Was macht der? Verstärkt den Schaden durch Thermalbomben. Ich habe leider keine Thermalbomben. Kann ich vergessen. So, mein Freund. Dich nehme ich mit und gebe ich nie wieder her. Habe ich das noch nicht entriegelt? Fehler. Charakteranpassung benötigt. Ah, deswegen ist hier auch gerade der nächste nicht reingekommen. Weil ich diese Tür noch gar nicht entriegelt hatte. Was ich sonst immer gemacht habe. Boah, ey, hör mal auf mit so einer Musik hier. Krieg schon wieder direkt Panik. Morgen, Talos. Warnung. Manipulieren von Admin-Einstellungen an Terminals oder Keypads kann zu Stromschlägen führen. Wenden Sie sich an den Sicherheitsdienst, wenn Sie beim Zugreifen auf ein System auf Probleme stoßen. Oh, endlich ein Medikit. Oh, neue Psy-Hypnos. Ja, dafür schmeißen wir was weg. Komm, schmeiß das Essen weg. Nicht teilen. Wegschmeißen. Ach, dann ess das. So. Dann habe ich immer noch nicht genug Platz, ne? Mann. So. Eben mal hier rumgucken, was hier noch so ist. Ach so, da bin ich hergekommen. Ah, da habe ich jetzt gerade oben den Schacht gesehen. Gut. Naja, gut, anscheinend müssen wir ja hier rein. Nehmen wir noch unseren Geschützturm mit. Ja, da liegt noch jemand. Transcribe. Liegt alles gut? Ja, musste etwas warten. Zwei Arschlöcher aus dem Vertriebsteam mussten gerade in dem Moment unter der Alarmglocke Zigarre rauchen. Ist es weg von der Talos? Meine Kunden sind ungeduldig. Ja, die letzte Sendung ist rausgegangen. Müsste morgen auf der Erde sein. Pacific Time. Gut. Ich lasse Ihnen nach der morgigen Schicht ein weiteres Paket da. Wo genau? In der Lobby. Wird das funktionieren? Natürlich. Dreimal mit der Rohrzange antippen, dann geht es auf. Die werden morgen alle so funktionieren. Süß, wenn sie so stolz auf ihre Apparate sind. Ja, süß, wenn sie so stolz auf ihre Apparate sind. Oh, ich bin mal gespannt. Warum betrete ich jetzt schon wieder die Lobby? Ist das richtig so? Ich glaube, anders komme ich da nicht hoch. Ja, Genick einrenken. Knack, knack. Knick, knack ist der Nick ab. Alles gut? Morgen. Dieser Typhon ist unbekannt. Soweit ich das erkennen kann, ist er für das gepackte Kabel nicht so verantwortlich. Wir sind immer noch kaputt. Das von Ihnen in der Psychologie. Ihr wollt mich doch verarschen. Sie scheint aber stark zu sein. Ich kann nur verbeugen.
Administration. Oh. Warum geht meine Glukanone nicht mehr? Was soll ich dazu jetzt großartig sagen? Ich lasse dies unkommentiert. Ist alles gut? Bocken. Dieser Typhon ist unbekannt. Soweit ich das erkennen kann, ist er für das Problem mit dem Aufzug verantwortlich. Das von Ihnen in der Psychotronik freigelassene Phantom hatte ähnlich. Störfähigkeit. Dieses hier scheint aber stärker zu sein. Werte kritisch. Fuck. Mann. Tausend Tode sterbe ich hier. Alles gut? Ich habe sie gefunden. Das Problem mit dem Aufzug verantwortlich. Das war in der Psychotronik freigelassen. Dieses hier scheint aber stärker zu sein. Niemals kennt ihr aufschlussreich. Ach Mann, ey. Instruktionen gefunden. Ja, warum konnte ich meinen Geschützturm denn nicht mit durchnehmen? Gut. Morgen. Dieser Typhon ist unbekannt. Soweit ich das erkennen kann, ist er für das Problem. Ich möchte das Ding vor einer der Delegate Kanzler versäuern. Ich kann nicht mehr die ähnliche Störfähigkeit. Dieses Geschützturm ist ein Ablebens. So, jetzt ganz ruhig. Kritisch. Na endlich. Gute Arbeit. Der Aufzug reagiert wieder. Dieser Typhon hat sich der Hardware und selbst der Systemsoftware bemächtigt. Bis zum Maschinencode. Und zwischendurch hat er sie noch umprogrammiert. Faszinierend. Und erschreckend. Ich kann den Code patchen. Sollte kein Problem sein. Nehmen Sie den Aufzug, wenn Sie schnell die Hauptdecks der Talos 1 erreichen wollen. Es gibt einen Stopp in der Lobby und der Lebenserhaltung. Finde ich toll, dass er sowas beruhigend findet. Mal einen Schluck Wasser. Hier soll ich gar nicht hin, habe ich so das Gefühl. Wo soll ich denn jetzt überhaupt hin? Gucken wir mal. Ziele. Betritt die Datenzentrale. Arboretum. Im Arboretum war ich doch schon. Im Arboretum bin ich. Also war das hier nur jetzt so ein Nebendingen mit dem Hauptaufzug. Mein Gott, ey. Das Spiel ist manchmal ein wenig verwirrend. Muss ich ehrlich sagen. Manchmal weiß ich echt nicht genau, wo ich hin muss. Ich dachte jetzt, klar, ich habe oben gesehen, da soll ich hin. Und unten stand das mit dem Hauptaufzug. Und ich dachte jetzt einfach, ich muss den Hauptaufzug frei machen, damit ich nach da oben komme. Aber dem ist anscheinend nicht so. Also gehen wir wieder zurück.
Und Eve verstopft mit ihrem kleinen Hintern wieder meine... meine CPU-Lüfter. Boah, das sieht so dämlich aus, wie der da liegt. So, also, dann müssen wir mal gucken, wie wir da hochkommen. Nee. Guck mal, jetzt steht... Na doch. Da, Datenzentrale. Da ist noch ein Geschütz. Ja gut, das brauche ich ja nicht. Ich hab ja schon. Warum soll ich... Zwei kann ich ja eh nicht tragen. Warum soll ich also noch eins reparieren? Hm. Hecken 4? Oh, da muss aber was richtig Tolles drin sein. Ich hab Angst. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Einsatzbereit. Oh, die hat noch 2 Schuss. Ist natürlich toll. Yeah. Ja. Warte mal, bis das hier sich aufgelöst hat. Okay. So, dann nehmen wir das natürlich weiterhin mit. So, da sollen wir eigentlich hin. Aber was ist hier? Sendefehlerprotokoll. Alex Use Office. Aber auch Hacking 4. Schade. Auf zur Datenzentrale. Hört sich an wie der Anfang von einem David Guetta Song. Und wie jetzt sagt einer, das heißt David. Was gibt's? Wie geht's voran? Ich krieg das verdammte Ding nicht auf. Wo ist deine... Schatzkarte? Hoarding Buffels? Antwortet nicht. Was ist los? Das Schloss hat eine Stimmensicherung. Danielle muss das Schlüsselwort sagen, wenn wir da rein wollen. Reichen auch einzelne Satzfragmente? Vom Transcribe? Ja, mit den richtigen Wörtern. Oder wenn wir genug haben, um eine Liste aus Konsonanten und Vokalen zu erstellen und Muster laufen lassen. Ich gehe sie suchen. Oder ihr Transcribe. Ich sehe erst in ihrem Zimmer nach. Alles klar, Ivy, aber machen Sie keine Dummheiten. Ivy? Mist. Verdammt, Danielle, wo bist du? Es ist unwahrscheinlich, dass Chief Shaw noch lebt. Ich rate Ihnen, Zachary Wests Strategie zu verfolgen und Stimmproben zusammenzusetzen. Auf Ihrem Transcribe befindet sich die nötige Software. So haben Sie meine Stimme erstellt. Danielles Quartier dürfte ein guter Startpunkt sein. Okay. Also machen wir uns auf, um Stimmproben zu sammeln. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Stay tuned, euer Gameblamer. Ciao. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.